Renault bietet eine Reihe von Gefährern für Professionelle und dem er zwei neue Modelle bereichert ging. Das ist das genug für seine Toolbox auszubauen. Moin, ich bin Steven Gehlen. An meinem Beruf kümmere ich mich darum, wie die imposante Flotte von über 200 Autos und Kaminetten bei der Firma Reckinger zu generieren. Reckinger ist ein Familienbetrieb, der seit 110 Jahren darauf spezialisiert ist, für Heizungen zu installieren und zu erhalten. Heute entdecke ich mit erst zwei neue Modelle von Nutzgefährten aus dem Haus Renault. Es geht nicht darum, zu suchen, was für ihn besser ist, wenn wir sie mit nie vergleichen. Dann ist es für zu gucken, was jeder am besten kann, je nachdem, was ihn am beruflichen will oder braucht. Auch ein Nutzgefährt kann heute gut ausgesehen und da muss ich sagen, dass das bei diesen zwei Modellen ganz gut gelungen ist. Auf der einen Seite kann Gouvern mit seinem Frontpanel die stilistischen Coden vom selben Modell an der Startversion integriert. Mit C-förmigen LED-Dareslichter an seinem grossen Gitter, aber auch die markiert Schiller vom feuchten Fender bis auf die Hinnenschluchten. Ich fand, dass es einen Dynamismus an Modernität gibt. Und dann auf der anderen Seite ein Express-Van. Dieser Schnitt muss schummeln mit seinem muskulären Gitter mit Chrom verstärkt und seinen Scheinwerfer mit LED-Konturen. Ein Schuss sein flüssiger Profilgär und seinen Seitenschützer gibt ein Gefühl für Robustheit und Athletismus. Ich fand die Silhouette bei den zwei Gefährten als ganz agréable geworden. Wer den noch erkennt, sind ein etliche stilistische Elemente, die typisch sind für die Autos von der Marke Renault. Das gibt dem ausgesehen ein bisschen mehr modernen und urbanen Touch. Der Kangoo bietet eine neue Lösung an, die ich ganz originell und praktisch fand. Das ist eine Renault-Exklusivität und ich präsentiere euch seine Innovation. Open Season, eine Seitenöffnung von über 1,4 Meter. Ihr profitiert immer noch von einem Lödevolumen von 3,3 Meter Kub auf 3,9 Meter Kub. Was ich beim Expressvan gerne habe, ist, dass ihr alles tut, was ihr von einem praktischen und funktionellen Utilitär erwartet. Und ich kann sagen, dass er eine ganz beeindruckende Lösung aus einer Kategorie bietet. Zum Beispiel sein Schiebedier, der eine Ouvertüre von 760 mm bietet und dass er sein asymmetrisches Hinterdier bis 180 Grad abmachen kann. Wenn ihr den Kangoo Van an den Express Van so guckt, dann habe ich die Impression, dass sie auf einer ganz raffinierten Manier hier Ladeflächen so gestaltet haben, dass ihr nicht nur gut durchkommt, sondern dass sie auch flexibel für alle Besucher können angelegt werden. Wenn ich den Express-Fan als ganz bewerte, bin ich überzeugt von seiner Nüchternheit und Modernität, die Schlüsselwort vom Wohnraum sind. Es gibt viel Stauraum. Dashboard profitiert von einem ultramodernen Design. Führerposition ist allgemein ergonomisch. Was Konnektivität und Führerlauf angeht, enthält ein Auto ein EasyLink Multimedia-System und ist kompatibel mit Android Auto oder Apple CarPlay. Was den Kangoo Van angeht, ist schon sein begrenzender Cockpit gern als eine flotte Finition. Dashboard ist der Link mit dem Außenstil, der sich mehr behaart. Das Ganze geht ein qualitativ seiderem. Das wird bewiesen durch sein Dashboard, verstärkt von einem 8 Zoll Touchscreen und einem anderen 7 Zoll Bildschirm und Plattform. Was der Monitor für die Hinnisch Kamera ist, wenn die Hinnisch Tiere zu sind. Und für nächste Verdirven, Handschuhsköst, als wir einen Tierrang aufgebaut. Ganz clever. Hier gibt es zwei verschiedene Niveaus von Komfort, die je nach Ansatz oder Besuch können gewählt werden. Was sie aber alle zwei gemeinsam haben, das sind hier ausgeklügelte Details, die das Leben am Alltag mehr einfach machen. Die zwei Modelle können auch von der edlen Conduite profitieren, die einem Auto würdig sind. Wie zum Beispiel Parkerlauf, Spiegeln oder den Ecran von Deutsche Winkel oder Trägerkamera. Und natürlich vieles mehr. Merci, dass ihr mit mir zusammen den Entdeckungstour gemacht habt. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.